Das ist halt so. Hallo meine Lieben, willkommen bei Nonsens 24 und ihr seht es schon, heute mit 3 Tagen Beauty Wellness Lifestyle mit unserer Jessica Parker. Von Hallo. Parker Pharmaceutics. Hallo, ich bin heute sehr glücklich, wieder bei dir zu sein. Babs, ich war schon wahnsinnig lange nicht mehr bei dir in deinem tollen Sender. Es riecht ja ein bisschen streng, das ist aber nicht so schlimm. Das liegt wahrscheinlich an dir. Verrat nicht zu viel, denn gleich gibt es ein ganz, ganz fantastisches neues Produkt aus meiner Kosmetiklinie Saddam Hussein Cosmetics. Gleich mehr. Dranbleiben. Das folgende Programm wird Ihnen stark freundlich präsentiert von Parker Pharmaceutics und Saddam Hussein Cosmetics. Lustig, ein Spaß. Oh mein Gott, meine lieben Zuschauer, es ist immer so ein Riesenspaß, wenn Jessica bei uns im Studio ist. Ihr alle wolltet sie zurück haben und jetzt ist sie da. 3 Tage am Stück Beauty, Lifestyle und Schönheit. Jessica, was hast du uns als erstes mitgebracht? Babsi, ich habe dir meine fantastische 16 plus 1 Gaddafi Palette mitgebracht. Ja, 16 plus 1? 16 plus 1, das werde ich dir gleich noch verraten, ja. Was das ist, meine Liebe. Freue das mich. Ist ja so eine, erstmal ein ganz hochwertiger Name. Das ist ein ganz hochwertiger Name, ja. Wow. Ich meine, wie hochwertig die Verpackung schon ist. Ja, geht so. Und ich finde, da freut man sich als Frau, ja, gleich schon darauf, es auszuprobieren. Zum Glück sind wir ja keine Frauen, liebe Barbara. Ganz genau. Sich auch zu verwöhnen als Frau. Sich zu verwöhnen und einfach auch mal ganz Frau sein, ja, und sich zu verwandeln. Auch, das macht Spaß. Das macht uns allen doch Spaß. Mal möchte man das kleine Sexmäuschen sein, dann wieder im Büro vielleicht etwas zurückhaltender. Ja, oder die Nonne. Kuckuck. Alles mit dabei. Da ist alles mit dabei. Und jetzt halt mal dein Schnäbelchen. Okay. Und das ganz Tolle ist, das ganz Tolle ist ja, seltene Erden. Mhm. Ich weiß, du kennst das, seltene Erden. Die werden normalerweise nur für Mobiltelefone und Computer geschürft. Ja, in Afrika. Ja, ja. Du weißt, da wo die ganzen Kinder in den Minen arbeiten. Im malerischen Kongo arbeiten fröhliche Kinder aus 8 den Minen naheliegenden Heimen Tag und Nacht nur für ihre Schönheit und ewige Jugend, Spaß und Spiel an frischer Luft. Parker Pharmaceutics und Saddam Hussein Cosmetics machen das möglich. Weil das Schlimme ist ja auch, in den ganzen seltenen Erden in Afrika, ich verstehe auch die Leute so schlecht, die da arbeiten. Ja. Da weiß ich gar nicht so genau, was ich eigentlich hier... Das ist toll. Also du begleitest quasi den Einkauf bis zur fertigen Palette gar nicht. Gar nicht. Und dafür kriegt man wirklich ein tolles Produkt, tolles muss ich sagen. Tolles Produkt. Ich habe das selber zu Hause. Natürlich, Babsi, das hoffe ich doch so sehr. Und ich persönlich würde es gleich zweimal bestellen. Für mich und meine schlimmste, schlimmste Feindin. Ja. Du, Barbara. Ja. Du, Barbara, pass mal das auf. Und ich habe... Ja, jetzt hör doch mal zu, Barbara. Lass dich ein bisschen von mir verwöhnen. Und nämlich, ich sag dir Folgendes, ich habe in jedes einzelne Lidschattchen hab ich noch so ein Quäntchen Uran reingetan. Das habe ich damit angereichert, ist natürlich hier in Europa verboten. Aber das ist uns egal, meine lieben Zuschauer, denn in Deutschland soll jeder eine Prinzessin sein. Die Farbe Rotschlamm, die liebe ich auch. Ja. Die trage ich gerne zum Sex. Ja, weil ich also mal kurz, ist ein bisschen zu geheimnis, aber auch ich habe Geschlechtsverkehr, liebe Barbara. Ach. Das sollte man sich gar nicht vorstellen. Nee, so siehst du gar nicht aus. Guck, sieht sich jetzt schon toll an. Guck mal, wow. Das ist so das brennt aber. Ja, das rieselt auch so richtig angenehm. Schön auf deinem Jahr. Das sind tolle Farben. Nicht in unserer Welt, aber in einer anderen Welt. Ja, und da macht das Spaß. Da macht das Spaß, liebe Barbara. Und ich kann da auch sagen, es war jetzt ein bisschen schlecht in der Presse. Also neulich in den Tagesthemen wurde darüber... Ja, du ist... Der Uranskandal in einem der größten Kosmetikkonzerne Europas, Parker Pharmaceutics, wirft immer größere Schatten auf eine Branche, für die Menschenleben nur ein paar Cent wert sind.
du Barbara, und zu dem Set gibt es ja noch einen Zusatz-Gimmick. Nein! Schneid doch nicht dauernd so ins Ohr, Barbara. Liebe Leute, jetzt müssen Sie in die Warteschleife rein, um das noch zu bekommen. Was gibt es? Also Barbara, und zwar ist das der Holographic Halo von Sarah Musin Cosmetics. Nein! Und ich sag dir Folgendes, früher musste man sich ja noch eine Neonröhre zerbrechen, um mal im Gesicht zu glauen. Wir kennen das alle noch. Wir kennen das damals, vielleicht ein paar ältere Zuschauer unter Ihnen, die kennen das noch. Wir sind aber jetzt... Ja, aber gibt es die Alternative? Ja, das ist ganz, ganz frisch produziert worden. Mhm. War von Saddam Hussein Cosmetics und das gibt es heute mit der Palette. Das ist toll! Dazu. Ich müsste lügen, das fühlt sich fantastisch an. Es könnte ein bisschen brennen, Barbara. Das ist aber nicht so schlimm. Das kommt bestimmt gleich erst. Ja. Ja. Du musst halt aufpassen, es darf nicht ins Auge kommen. Da habe ich schon ganz schlimme Verätzungen gehabt. Da muss man so aufpassen, ja. Ich habe ein Glasauge, das ist dann nicht mehr so schlimm. Oh Gott, Jurassica, ich habe noch eine kleine Überraschung für dich, denn es sind ja mittlerweile 10 erfolgreiche Jahre bei Nonsens24 und da möchten wir uns von Nonsens24 ganz doll bei dir bedanken und haben dir diese 5 gekauft. Warum denn? Die 10 war aus. Mann! Auf viele weitere erfolgreiche Jahre hier bei uns. So, und dann warte mal, mach hier erst mal. Guck mal hier. Guck mal. Wow. Das brennt ein bisschen. Ja, das muss so sein. Das ist aber eine tolle Farbe. Guck mal, die sieht man ja fast gar nicht mehr. Wow. Mit dem Nude drüber. Und wenn du da jetzt drüber gehst mit dem Nude. Das hat sehr, sehr wenig pigmentiert. Das wollte ich fragen. Ja. Ich habe so Spaß an den Farben. Lass mich nochmal. Ist das Morphium oder das Quantum? Nee, das ist ein Quantum. Das changiert. Ja, ja. Das ist das sind halt die seltenen Erden, liebe Babs. Aber hier, das ist Gold. Da muss ich nochmal rein. Gold, ja, komm. Komm, probier es einfach aus. Ja, oh, guck dir das an. Das wusste ich ja selber gar nicht, dass so eine tolle Farbe dabei ist, Babsi. Die muss besonders giftig sein. Ja. Wow. Du, meine, die ist von Rossmann. Ich meine, gutes Make-up fängt ja beim Abschminken an, sag ich, Ilva. Also, wir rechnen nochmal zusammen. Der Glow. 75 Cent. Die Palette. 65 Cent. Die ist preiswerter als der Glow, weil der Glow, der ist viel reichhaltiger. Das stimmt, das ist ja richtig fettig, das richtig ist reichhaltig. So, und jetzt sag ich dir, Barbara, und wir hauen das heute raus zum Jubiläumspreis. 5 Jahre? Ja, für 79,90. Wow! Nur heute, liebe Barbara. Jetzt müssen Sie in die Leitung kommen. Ja. Jetzt müssen Sie in die Leitung kommen, sonst ist sie vergriffen. So. Wir haben ganz limitierte Auflagen. Ja, Barbara, das reicht jetzt auch. Vielen Dank, das haben unsere Zuschauer bestimmt schon verstanden. Außerdem muss ich mal kacken. Das fühlt sich ja wirklich an wie so ein warmer Sommerregen, finde ich ganz weich. Warmer Sommerregen, wie Sie können sich das so vorstellen, als ob man wie mit so einem ganz seidigen Bettlaken. So ganz leicht über ihr Gesicht. Ein seidiges Bett. Ein seidiges Bettlaken. Sag mal, trägst du Perücke, Barbara? Das ist mir noch nicht aufgefallen. Nein, meine Liebe. Erst seitdem ich deine Linie benutze. Man sieht dich ein bisschen. Ja, du kannst daneben so ganz lang. Das fühlt sich auf der Haut einfach wie so eine Beauty-Behandlung an, als ob man 3 Wochen am Stück auf Fuerteventura oder Gran Canaria gewesen ist. Ja. Und ich glaube, ich habe aus der Regie gerade was. Ja, Jurassica, bis jetzt haben wir noch gar keine verkauft. Ja, alles klar. Ja, wir halten uns ran, dass sie weggehen, die Scheißteile, auf jeden Fall. Nein, ich möchte den Job behalten. Das sind so schöne Lidschatten. Nee, finde ich gar nicht. So, wir leiten jetzt gleich über zum nächsten Produkt, liebe Zuschauer. Ganz genau. Aber wir müssen dafür das Studio noch ein bisschen umbauen. Ja. Deshalb gehen wir jetzt einfach mal wieder eine kleine Werbepause. Dranbleiben, wir haben noch 3 Tage vor uns. Oh. Voller toller Überraschungen. Aber zum Glück gibt es ja Mephedron. Bis gleich. Tschüss.